Schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video von mir dabei seid. Heute machen wir zusammen mit Hilfe des Thermomix leckere Baguettes. Das Rezept ist gar nicht schwer und ihr benötigt auch nicht viele Zutaten. Welche das genau sind, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen Hefe, Mehl, Wasser und Salz. Als erstes werden wir die Hefe auflösen. Dazu geben wir diese zusammen mit dem Wasser in den Mixtopf. Stellen 2 Minuten ein, bei 37 Grad, auf der Stufe 1. Wenn die Hefe sich vollständig aufgelöst hat, kommen jetzt hier das Mehl und das Salz dazu. Das müssen wir jetzt nur noch verkneten, für 30 Sekunden auf der Knetstufe. So sieht der fertig geknetete Teig nun aus und den füllen wir in eine Schüssel um. Gemacht ist, müsst ihr etwas geduldig sein, denn der Teig muss jetzt abgedeckt, am besten mit einem Handtuch, für 1,5 Stunden gehen. Der Teig sieht nun nach 1,5 Stunden so aus. Er hat sich wunderbar verdoppelt und den werden wir jetzt so weiter bearbeiten, dass wir ihn ganz einfach hier auf das Wellblech legen können. Das zeige ich euch jetzt. Da der Teig sehr klebrig ist und wir ihn nicht unbedingt noch viel bearbeiten sollten, nehme ich mir jetzt hier ein Holzbrett, auf das ich ausreichend Mehl gebe, auf die gesamte Fläche. Dann stürzen wir darauf direkt den Teig. Schon, der Teig ist recht klebrig, deshalb ist das Mehl auch ganz wichtig. Davon gebe ich jetzt auch ausreichend oben drauf. Nun werden wir den Teig halbieren, sodass wir später zwei Baguettes rausbekommen. Das werde ich jetzt hier an der Längsseite machen mit meinem Spatel. Ihr könnt aber auch super eine Teigkarte nehmen. Und dann schieben wir einfach jedes Baguette direkt auf das Wellblech rüber. Das hat wunderbar geklappt. Und bevor wir sie jetzt backen, schneide ich noch mit einem scharfen Messer etwas oben der Längsseite nach ein. Wirklich nur ganz minimal. An dieser Stelle wird dann später das Baguette etwas aufplatzen. Und nun können wir die Baguettes im Backofen backen. Diesen habe ich bereits vorgeheizt auf 240 Grad Umluft. Und sie benötigen ungefähr 25 bis 30 Minuten. Die Baguettes habe ich nun nach 30 Minuten aus dem Backofen rausgeholt. Sie sind nun wunderbar aufgegangen und auch eine schöne Kruste haben sie bekommen. Und dann würde ich sagen, schneiden wir sie zusammen mal an. Hier seht ihr das Baguette auch nochmal von innen. Es ist wie gesagt schön knusprig geworden und hat eine perfekte Struktur bekommen. Also probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, ihr habt nun Lust bekommen, die Baguettes mal selbst nachzumachen. Ihr braucht wie gesagt nur etwas Geduld, weil der Teig etwas gehen muss. Doch ich sage euch, das lohnt sich, denn die Baguettes schmecken wirklich hervorragend. Probiert sie unbedingt mal aus. Das Rezept findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und vergesst wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, eure Vanni.